Bitcoin oder Ethereum, was ist das bessere Asset und was bringt dir am Ende wirklich tatsächlich mehr Rendite? In diesem Video schauen wir uns ganz genau an, wie es um Ethereum steht und ob Ethereum Bitcoin prozentemäßig im Bullenmarkt tatsächlich outperformen kann. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich würde sagen, let's go. Eine Sache vorneweg. Ethereum musste in letzter Zeit mit einer Menge Kritik umgehen und hat kein einfaches Jahr hinter sich. Die Performance von Ethereum blieb im letzten Jahr deutlich hinter den Erwartungen und auch deutlich hinter Bitcoin zurück. Und auch alternative Layer-1-Projekte wie Solana und Avalanche konnten deutlich besser performen als Ethereum. Da werden natürlich die Stimmen bedeutender Kritiker natürlich direkt wieder laut und die schreiben Ethereum ab. Doch ich denke, dass gerade jetzt der Zeitpunkt ist, um die Aufmerksamkeit eigentlich wieder vermehrt auf Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, zu richten. Warum das so ist, werde ich dir jetzt auf jeden Fall genauer erklären. Fangen wir im besten Fall einfach mal mit dieser Grafik an. Diese zeigt ja die Marktdominanz der Top 100 Kryptowährungen. Und hier sehen wir natürlich, dass Ethereum mittlerweile nicht mehr nur irgendein Altcoin ist, sondern aus dem Krypto-Space so gut wie nicht mehr wegzudenken ist, ähnlich wie Bitcoin. Wenn sich neue Marktteilnehmer an Krypto wenden, dann sind die ersten beiden Investments eigentlich immer dieselben, Bitcoin und Ethereum. Wenn du dir nun mal die Dominanzen der Kryptowährung ansiehst, dann steht Bitcoin aktuell bei rund 50% und Ethereum zwischen 15 und 21% Dominanz, bevor eben Marktanteile wieder abgegeben wurden. Das heißt, das ganze Geld, das in Krypto investiert ist, 50% davon landet in Bitcoin und ganze 15 bis 21% landen dann in Ethereum. Der Rest davon wird auf all die anderen Zehntausenden, Hunderttausenden Altcoins aufgeteilt. Also, wie auch immer, Ethereum hat sich durch die letzten zwei Zyklen als eines der wichtigsten Krypto-Projekte etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Und ja, auch ein Blick auf die Marktkapitalisierung zeigt natürlich die Größe von Ethereum. Während also Bitcoin die Liste weiterhin mit großem Abstand anführt, kommt Ethereum bereits auf eine Kapitalisierung von knapp 270 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht mal eben eine kleine Summe. Aber wie groß ist dieser Abstand zu Bitcoin in Bullenmärkten tatsächlich? Also während der letzten Hochphase 2021 erreichte Ethereum rund 45% der Größe von Bitcoin. Ethereum hat sich in den letzten 2,5 Jahren echt gut gehalten und seine starke Stellung neben Bitcoin auf dem Markt bewiesen. Das heißt, auch wenn es mal einen Dämpfer in Sachen Marktdominanz gab, hat Ethereum gezeigt, dass es ziemlich zäh ist. Die Korrekturen waren kleiner als in früheren Bärenmärkten, was darauf hindeutet, dass Ethereum ein ernstzunehmender Player im Kryptomarkt ist. Aber wenn das so stimmt, warum hat Ethereum dann eigentlich so schlecht performt? Das könnte meiner Meinung nach ganz einfach daran liegen, dass der Fokus in der ersten Phase eines neuen Bullruns hauptsächlich immer auf Bitcoin liegt. Investoren brauchen nach einem langen Bärenmarkt Vertrauen und erstmal mehr Sicherheit. Und das bietet natürlich in erster Linie Bitcoin. Zumindest mal besser als Ethereum. Denn Bitcoin ist die älteste Kryptowährung und hat den längsten Track Record. Zudem die höchste Marktkapitalisierung und ist natürlich am bekanntesten. Ein weiterer entscheidender Unterschied ist natürlich die Tatsache, dass hinter Ethereum eine Foundation steht und im Gegensatz zu Bitcoin eher wie so ein Startup zu klassifizieren ist. Im weiteren Verlauf eines möglichen neuen Bullruns werden also risikoreichere Anlagen zunehmend interessanter, mitunter dann eben entsprechend diese Startups, diese Fintechs, unter anderem auch Ethereum. Das heißt, Investoren haben gute Profite mit Bitcoin gemacht und suchen dann nach weiteren Wegen, um vielleicht noch mehr Rendite zu erzielen. Das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem der Altcoin-Markt langsam anfängt zu performen. Also vor diesem Hintergrund könnte 2024 also ein sehr spannendes Jahr nicht nur für Ethereum, sondern auch für sämtliche Altcoins werden. Denn Ethereum ist ja ein Protokoll und Ethereum erwartet nicht nur ein bedeutendes Update dieses Jahr, mit dem die Transaktionsgebühren weiter gesenkt werden sollen, sondern könnte ebenfalls einen eigenen, ich weiß nicht, ob du es vielleicht hier zum ersten Mal hörst, Spot-ETF erhalten. Ja, richtig gehört. Das heißt, es sind schon Pläne in der Mache für einen Ethereum-Spot-ETF. Also, obwohl der wahrscheinlichere ETF, der genehmigt werden soll, der Bitcoin-ETF ist, der natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, wird das Thema Ethereum-ETF nach der Genehmigung des Bitcoin-ETFs
richtig einschlagen. Das heißt, das könnte dazu führen, dass wir halt vielleicht sogar eine Verlängerung von einem möglichen Bullenmarkt sehen könnten, weil wir das Narrativ, ETF und so weiter formen können. Fast alle, die also einen Bitcoin-ETF beantragt haben, haben jetzt bereits auch einen für Ethereum eingereicht oder planen den. Also für Ethereum sieht es nach einem gelungenen ETF für Bitcoin natürlich nach einem sehr, sehr spannenden Jahr aus. Also was mir halt auf jeden Fall an dieser Stelle einfällt, ist, der Markt gibt gerade einfach das Signal, dass es klug sein könnte, in den nächsten Monaten den Fokus auf Ethereum zu richten. Bedeutet, eine mögliche große Rallye im Vergleich zu Bitcoin könnte bevorstehen und Ethereum hätte dann echt gute Chancen, bis die bisher verpassten Renditegewinne tatsächlich nachzuholen. Aber, also, damit das Ganze klappt, müssten erstmal ein paar wichtige Punkte für Ethereum erfüllt werden. Da fallen mir ein paar Sachen ein. Also zum einen hätten wir natürlich die erfolgreiche Umsetzung des geplanten Cancun-Upgrades auf Ethereum. Dieses soll natürlich die Skalierbarkeit von Ethereum nachhaltig deutlich steigern und damit die Transaktionsgebühren wieder etwas senken. Das heißt, Gebühren, Transaktionen auf Ethereum, auf dem Programm Ethereum werden günstiger und dadurch einfach auch für die Masse attraktiver. Eigentlich war das Update bereits 2023 geplant, meine ich, 2023 zum Ende, aber sind wir mittlerweile auch von der Foundation gewohnt, von Ethereum. Das Ganze dauert meistens ein bisschen länger und dieses Datum wurde nach hinten geschoben. Aber naja, jetzt kommen wir so lange mal ans Ende. Das heißt, wir könnten in den ersten, im ersten Quartal, in der ersten Jahreshälfte vermutlich schon wirklich mit der Implementierung rechnen. Ein Erfolg bei dem Cancun-Upgrade würde natürlich auch direkt den zweiten Punkt gut tun. Das heißt, der Wachstum vom DeFi und vom NFT-Sektor. Ethereum ist ja die führende Plattform für dezentrale Finanzdienstleistungen, DeFi, aber auch Non-Fungible Tokens, also NFTs. Das heißt, Ethereum ist ja ein Programm, auf dem andere Programme laufen und unter anderem halt eben andere Protokolle, Tokens. Wenn es also weiterhin so innovative und spannende Entwicklungen in diesen Bereichen gibt und immer mehr Leute darauf aufmerksam werden, dann könnte das natürlich auch die Nachfrage nach Ethereum selbst ankurbeln, denn du brauchst Ethereum, um auf der Plattform irgendwas zu machen, Transaktionen zu tätigen und so weiter. Vor allem wenn ständig neue Apps und Services rauskommen, die auf Ethereum basieren. Bei den regulatorischen Entwicklungen geht es natürlich auch richtig zur Sache. Das heißt, wie Regierungen und Finanzaufsichtsbehörden rund um den Globus mit Kryptowährungen umgehen, das hat natürlich auch einen mega Einfluss auf Ethereum. Das bedeutet so viel wie, wenn diese Regulierungen positiv ausfallen oder es klare Richtlinien gibt und vielleicht sogar ein Ethereum-ETF, dann könnte das eben entsprechend das Vertrauen in Ethereum nochmal krass stärken. Das würde natürlich auch helfen, Ethereum im Vergleich zu Bitcoin noch besser am Markt zu positionieren. Also, nachdem wir uns heute, long story short, too long, didn't read, mit Ethereum und seinen möglichen Outperformance gegenüber Bitcoin beschäftigt haben, kommen wir eigentlich zum wichtigen Schluss. Ein gut aufgestelltes Krypto-Portfolio sollte idealerweise beide Währungen beinhalten. Warum? Naja, also Bitcoin bleibt älteste, bekannteste Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung und einem soliden Track Record. Es bietet sozusagen einen sicheren Hafen in den frühen Phasen eines Bullruns, wo Vertrauen und Sicherheit für Investoren entscheidend sind. Und Bitcoin kauft man sich auch aus anderen Gründen, nicht nur aus renditetechnischen Gründen. Andererseits hat natürlich Ethereum als führende Plattform für DeFi, NFTs und so weiter gezeigt, dass es enormes Potenzial mitbringt und Innovationskraft besitzt. Also mit bevorstehenden Upgrades dieses Jahr, wie dem Cancun-Upgrade und der möglichen Einführung eines möglichen Ethereum-Spot-ETFs, könnte Ethereum in den nächsten kommenden Monaten und Jahren eine beeindruckende Performance zeigen. Was allein schon durch die News eines Spot-ETFs passieren könnte, haben wir ja bei Bitcoin gesehen. Also die Entscheidung, wie stark man in Bitcoin oder Ethereum investiert und in welchem Verhältnis, hängt letztlich vom persönlichen Risikoappetit ab. Während Bitcoin Stabilität und eine längere Erfolgsgeschichte bietet, bringt Ethereum das Versprechen von Innovation und vielleicht höheren, aber auch riskanteren Renditen. Also in einem sich ständig veränderten Markt ist es also klug, auf beide Pferde zu setzen. So kann man eben entsprechend dann auch von der Sicherheit und Beständigkeit von Bitcoin profitieren, während man gleichzeitig das Wachstumspotenzial von Ethereum mitnutzt. Denk also einfach daran, dass hier die Diversifikation, so einfach sie auch klingen mag, wenn es jetzt hier um diese beiden Sachen geht,
der Schlüssel zum erfolgreichen Investieren und zu einem ausgewogenen Portfolio-Start ist. Wenn ich jetzt an dieser Stelle noch immer deine Aufmerksamkeit habe, dann abonniere auf jeden Fall unten den Kanal, denn so schlecht kann es ja nicht sein. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos mit dir. Und ich werde natürlich mein Bestes tun, dir den Weg in Krypto zu vereinfachen, dir die ein oder andere News zu geben, vielleicht das ein oder andere Insight aus unserem Coaching. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für jeden Like und vielen Dank für jedes Abo. Bis dann.